Nachdem wir heute so viele verschiedene Friedensmahnsachen sind, habe ich gesagt, jetzt muss ich euch auch mal begrüßen. Ich bin Ilona von der Friedensmahnwache in Koblenz und habe in den letzten Wochen verschiedene Mahnwachen besucht. In Bremen, in Nürnberg, jetzt auch hier, mal schauen, wo ich nächste Woche sein werde. Und ich finde es toll, dass die Bewegung mittlerweile so groß ist, dass überall in Deutschland, Österreich, Schweiz und auch vielen, vielen anderen Ländern immer mehr Menschen werden. Und ich hoffe, dass ihr dabei bleibt. Ich weiß, dass es hier und da mal heißt, es schwächelt ein bisschen, es kriselt ein bisschen. Aber ich habe auch in den letzten Wochen auf den verschiedenen Mahnwachen einfach gemerkt, wie viel Energie halt noch da ist. Viele gute Ideen. Zum Beispiel in Bremen ist es mir passiert, dass die Leute spontan ein großes Friedenszeichen gelegt haben mit Blumen. Und in Nürnberg war es dann so, dass wir die Idee haben, grüne Seiten zu machen. Und so geht es weiter und ich denke, so wird die Bewegung auch weitergetragen. Und was mir ganz wichtig ist, für mich heißt Frieden nicht nur, dass es keinen Krieg gibt. Eigentlich ist die Definition von meinem Sohn, aber die würde ich jetzt gerne wiederholen, weil ich sie so passend finde. Also Frieden ist für mich einfach nicht nur kein Frieden, Frieden ist für mich nicht nur keinen Krieg zu haben, sondern dass man sich selber und seine Mitmenschen und den Tieren und der Umwelt keinen Schaden zufügt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und macht weiter!